Herzlich willkommen zur 18. Lerneinheit im Programmierpraktikum Java. Es gibt nur ein Thema hier, das ist der Unterschied zwischen Wert- und Referenzaufruf. Man nennt es auch Call by Value, Call by Reference. Es geht um die Parameterübergabe an Methoden. Das ist ein wichtiges Konzept, was man verstanden haben sollte, den Unterschied, ob man den Wert oder die Referenz übergibt, wenn man ein Parameter oder mehrere an Methoden übergibt. Das ist ein wesentliches Konzept in der Informatik. Es hängt von der Programmiersprache ab, was überhaupt möglich ist, und es hat gewisse Auswirkungen. Es gibt eben zwei Arten, Parameter an eine Methode zu übergeben. Einmal kann der Wert des Parameters übergeben werden, das nennt man Call by Value, oder es kann die Referenz des Parameters übergeben werden. Das nennt man Call by Reference. Es geht darum, ob man Parameter, die man übergeben hat, an eine Methode verändern kann innerhalb von einer Methode. Die saubere Art zu programmieren ist eigentlich, dass wenn man etwas verändert innerhalb von einer Methode oder einer Funktion, dass man das als Rückgabewert benutzt. Nun gibt es eben immer nur einen Rückgabewert in vielen Sprachen. Das heißt, wenn man zum Beispiel mehrere Variablen gleichzeitig verändern will, kann man das nicht innerhalb von einer Funktion oder Methode machen, es sei denn, man würde sie in zusammenfassen zu einer Datenstruktur wie ein Array oder eine Klasse. Wenn man also einfach nur zwei Zahlen vertauschen will, zum Beispiel, also die Werte von zwei Variablen vertauschen will, dann hätte man so einen Fall. Man kann es nicht einfach als Funktion realisieren. Parameter innerhalb einer Methode ändern heißt, ist so gemeint, dass die Änderungen auch außerhalb der Methode sichtbar sind. Wie in dem einfachen Beispiel, ich habe zwei Variablen, die haben zwei Werte und ich will eine Methode schreiben, die die beiden Werte genau vertauscht. Ja, die Frage ist eben, will man das tun oder soll man das tun? Und das führt auf diesen Unterschied zwischen Wert- und Referenzaufruf, ein elementares Konzept der Programmierung, und es ist eben nicht in jeder Sprache beides möglich. Zum Beispiel ist in Java nur Call by Value möglich. Was ist damit gemeint? Übergabe des Wertes Call by Value. Beim Aufruf der Methode mit einem bestimmten Parameter wird eine Kopie des übergebenen Parameters erzeugt. Und innerhalb der Methode wird auf dieser Kopie gearbeitet. Die Kopie hat den gleichen Wert, ich kann also innerhalb der Methode den Wert natürlich ändern. Nach Beenden der Methode ist die Variable, die als Parameter übergeben wurde, außerhalb der Methode aber unverändert. Hier ist ein Beispiel, daran kann man das sehen. Ich habe eine Klasse, die hat nur eine einzige Methode, doSomething, und die verändert den übergebenen Parameter i, eine Integer-Variable, setzt sie einfach auf 42. Jetzt habe ich meine Main-Funktion, meine Main-Methode, dort setze ich eine Integer-Variable i gleich 0 und ich rufe doSomething von i auf und gebe danach den Wert von i aus. Ja, und die Quizfrage ist, ist er 0 oder ist er 42? Die Antwort, er ist 0. Die Begründung wäre, was passiert? Wenn ich in Main bin, ich setze die Variable i gleich 0 in Zeile 6, dann rufe ich Zeile 7 die Methode doSomething auf. Diese bekommt nun i als Parameter, aber den Wert von i. Sie macht innerhalb, wenn ich jetzt springe praktisch zu Zeile 2 hoch, arbeitet jetzt auf einer lokalen Kopie dieser Variable. Das heißt, die Variable i, die oben in Zeile 2, 3, 4 innerhalb der Methode benutzt wird, ist eine andere Variable. Da steht dann in i erstmal die 0 drin, weil im Methodenaufruf in Zeile 7 wurde eine Kopie gemacht und der Wert wurde kopiert. Also zu Beginn sozusagen in Zeile 2 noch, in der ersten Zeile von doSomething, steht in i gleich 0. Jetzt wird in Zeile 3 i gleich 42 gesetzt. Aber nur der Wert innerhalb wurde verändert und wenn die Methode jetzt beendet ist, also unten in Zeile 7 bzw. nach Zeile 7, ist der Wert unverändert. Und das sieht man unten. Wenn ich das jetzt hier sinnvoll machen würde, würde ich eine Methode, also wenn ich wirklich das erreichen wollte, dass ein Wert auf 42 gesetzt wird, würde ich eine Methode mit Rückgabewert int schreiben und würde 42 als Rückgabewert liefern. Gut, das ist natürlich hier auch noch relativ sinnfrei, denn dann brauchte ich den Parameter gar nicht reinzustecken, wenn ich immer nur eine Zahl auf 42 setzen wollte. Aber hieran erkennt man das Prinzip.
So, wenn ich jetzt mal auf das Beispiel von vorhin zurückkomme, was ein bisschen sinnvoller ist, ich will zwei Integer-Variablen, die ich hier habe. Gehen wir mal unten zuerst in Main, Zeile 8, da habe ich int i und int j. Die haben die Werte 0 und 1 und ich will die Werte jetzt vertauschen. Also ich gebe erstmal aus, was sie sind. Okay, Zeile 9, da kann ich raten, kommt 0 und 1 raus. Und jetzt rufe ich in Zeile 10 diese Methode swap auf, die soll das Ganze vertauschen. Was macht die? Ja, sie macht in Zeile 3, 4, 5 die typischen Sachen, wenn man zwei Variablen vertauscht. Man braucht eine Hilfsvariable und dann macht man die entsprechenden Vertauschungsoperationen. Ja, und jetzt kann man wieder raten, was passiert, da nur auf Kopien gearbeitet wurde in Swap. Also es wird für i und j, die werden die Werte 0 und 1 übergeben. Das heißt, i und j in Swap haben erstmal 0 und 1. Dann werden diese beiden Werte vertauscht. Das heißt, am Ende von Swap in Zeile 5 oder hinter Zeile 5 sind die Werte von i und j genau umgekehrt, 1 und 0. Aber da ich nur auf einer Kopie gearbeitet habe, sind diese Variablen nach Beenden von Swap weg. Und wenn ich wieder in Main zurückgesprungen bin, in Zeile 11, wird Main davon nichts merken. Das Tauschen funktioniert nicht, wie man hier an der Ausgabe sieht. Ja, ich habe oben hingeschrieben, das sind zwei Variablen vom primitiven Typ. Was passiert denn, wenn ich das gleiche mit Objekten mache? Ich habe hier mal eine sehr billige Klasse Fisch, die hat nur ein Attribut Length, also ganz einfach. Und eigentlich genau das Gleiche. Ich habe do something und setze jetzt hier, also ich vertausche jetzt nicht, sondern ich setze 42 auf die Länge auf 42 in Zeile 6. Unten passiert das Gleiche, ich erzeuge einen neuen Fisch und ich rufe do something für diesen Fisch auf mit diesem Parameter. Unten gebe ich die Länge aus in Zeile 11 und man sieht 42. Ist jetzt hier eine Referenz übergeben worden? Ja, Fish One, das haben wir gelernt. Bei einem Objekt ist, oder besser gehen wir mal unten ins Hauptprogramm, da heißt der Fisch ja To. In Zeile 9, To selber ist erstmal nur eine Referenz. Das heißt, in Do Something übergebe ich die Referenz. Es wird jetzt also eine Kopie gemacht dieser Referenz. Das heißt aber, da eine Referenz ja sowas Ähnliches, ja, es ist eben einfach nur ein Verweis auf das Objekt. Und wenn ich jetzt oben in Do Something, da heißt der Parameter One, aber es ist die Kopie der Referenz von To unten, wenn ich die Methode aufrufe, jetzt greife ich auf Length zu. Das heißt, ich habe die Referenz, ich habe also wirklich in Do Something die Referenz des Parameters, der unten übergeben wurde in Zeile 10. Eine Kopie der Referenz, aber das ist der Wert dieser Referenz, ist natürlich der Verweis auf das entsprechende Objekt. Wenn ich jetzt dereferenziere in Zeile 6, indem ich nämlich auf ein Attribut zugreife, 42, auf Length, und das 42 setze, funktioniert das, wie man unten sieht. Die Referenz wird als Wert übergeben. Innerhalb der Methode wird dereferenziert und auf das Attribut zugegriffen. Damit sieht man natürlich, dass ich hiermit auch eine Kapselung aushebeln kann, weil selbst wenn jetzt wenn der Fisch selber, also die Klasse Fisch selber public, nee, wenn ich ein Objekt der Klasse Fisch in einer anderen Klasse benutze und es da private machen würde, kann ich trotzdem über die Referenz dann auf die Attribute zugreifen. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Die Frage ist auch schon in Übungsgruppen ja aufgetaucht. In diesem Beispiel hier sehe ich, dass es wirklich sich um Call by Value handelt, auch wenn ich hier eine Referenz übergebe. Was passiert hier? In Zeile 7 erzeuge ich einen neuen Fisch. Ich gebe die Referenz mal aus. Dann rufe ich die Methode auf mit dieser Referenz als Parameter One. Es wird eine Kopie gemacht. Und was ändere ich jetzt oben in Do Something? Jetzt ändere ich diese Referenz, ne, in Zeile 3. Ich bekomme eine Referenz und jetzt ändere ich sie in Zeile 3 ab. Das heißt, der Wert ist verändert worden. Ich kann sie dann auch innerhalb der Methode natürlich ausgeben, in Zeile 4. So, jetzt ist die Methode beendet. Unten Zeile 9 ist sie fertig. Zeile 10 jetzt sieht aber außerhalb der Methode Do Something ist die Änderung der Referenz nicht sichtbar. Das ist jetzt das völlig analoge Beispiel zu dem ersten mit der Integer-Variable.
Das sieht man auch hier. Ne, die erste Referenz ist die aus Zeile 8. Das ist die Originalreferenz meines Fisches Wann, den ich da unten in Zeile 7 erzeuge. Die zweite Zeile mit F3 hinten, das ist die veränderte Referenz. Ne? In der Do Something erzeuge ich einen neuen Fisch in Zeile 3 und gebe die Referenz aus. Das ist diese zweite Linie unten, die zweite Zeile mit F3 hinten. Wenn aber die Methode zu Ende ist, ist diese Veränderung des übergebenen Parameters nicht mehr sichtbar, weil der ist nur innerhalb der Methode verändert worden, der Wert dieses Parameters. Außerhalb ist der Wert immer noch der gleiche. Also was in Zeile 10 ausgegeben wird, ist wieder die ursprüngliche Referenz. Das heißt, das ist natürlich jetzt auch sinnlos, eine Referenz eigentlich zu verändern in dieser Form, aber das ist genau das analoge Beispiel zu dem ersten Beispiel, wo ich i einfach auf 42 gesetzt habe. Der Unterschied ist einfach, das, was ich übergebe, ist bei dem primitiven Datentyp eben wirklich nur der Wert. Und wenn ich ein Objekt übergebe, ist es die Referenz. Die Änderung der Referenz ist außen wirkungslos, aber über die Referenz kann ich natürlich auf Attribute zugreifen. Und wenn ich dort Änderungen durchführe, dann sind sie auch außen sichtbar. Das ist also ein bisschen diffizil. Ja, Call by Value ist es in beiden Fällen. Auch wenn der Wert, der dort kopiert wird oder der übergeben wird, eine Referenz ist. Wenn ich das hier mache, dann wird nur die Referenz kopiert. Das haben wir ja schon ganz am Anfang gelernt, im Unterschied zu primitiven Datentypen, wo wirklich die Zahl übergeben wird. Wenn ich da schreibe i gleich j und vorher ist i gleich 1 und j gleich 2 und ich schreibe dann i gleich j, dann ist auch i gleich 2. Hier sind die Referenzen nur gleich. Und die Referenz wird in Zeile 4 an die Methode übergeben. Änderung der Referenz innerhalb der Methode sind außen nicht sichtbar. Aber ich kann über die Referenz auf die Attribute zugreifen und sie ändern. Also, primitive Datentypen und Objektreferenzen kann ich nur über Rückgabewerte verändern. Ich kann über die Referenz auf die Attribute des Objekts zugreifen und sie verändern. Das heißt, in Java gibt es nur Call by Value, was anderes gibt es nicht. Call by Reference gibt es zum Beispiel in C++. C++ kann man eigentlich fast genauso lesen. Oben haben wir nämlich mal das gleiche Beispiel wie gerade. Do something by value ist die obere Methode. Die setzt i gleich 42. Und dann passiert genau das gleiche, was wir vorhin schon hatten. Unten in Main, das sieht auch so ähnlich aus wie in Java, haben wir do something by value. Und dort wird dann auch eine 0 stehen, wenn ich mein Programm ausführe. So, jetzt habe ich noch eine zweite Methode, do something by reference, und dann sieht man schon diesen Referenzoperator und. Und dann passiert etwas anderes, obwohl der Aufruf genau der gleiche ist in Zeile 11, außer dem Namen der Methode. Do something by reference, ich übergebe auch i, aber dieses kleine und-Zeichen oben deutet an, dass hier die Referenz verwendet wird. Und man sieht, dann wird 42 verwendet. Das hat man in Java also mit Absicht nicht übernommen, weil man es eigentlich auch nicht braucht. Also mein Mini-Beispiel von zwei Zahlen zu vertauschen ist so mini, dass man es ja eigentlich auch ohne Methode machen kann. Und sonst ist es eben sauberer, über Rückgabewerte zu arbeiten. Natürlich bietet das hier in C++ mehr Möglichkeiten, macht es aber auch etwas unübersichtlicher, denn wenn man jetzt zum Beispiel unten guckt in Main, muss man wirklich den Namen der Routine so hinschreiben, dass man weiß, was gemacht wird. Wenn ich einfach nur den Aufruf in die Methode in Zeile 9 und 11 irgendwie anders hieß, könnte ich nicht unterscheiden, ob damit ein Parameter geändert wird oder nicht. Die von Java unterstützte saubere Version ist also, dass eben nur über Rückgabewerte wirklich Veränderungen in einer Funktion stattfinden können, in einer Methode stattfinden können. Und das war es auch schon. Diesen Unterschied sollte man kennen.